Vater, ich habe unreine Gedanken. Könnt ihr mir helfen? Erzählt mir davon. Ich träume von der Jagd in Dead by Daylight. Mit Hilfe eines gewissen Killers. Doch Überlebende sehen es als Sakrileg an. Sie hassen ihn, verachten ihn, spucken ihm hinterher. Es macht ihnen keinen Spaß gegen ihn. Aber, wer mag so schlimm sein, dass man nicht gegen ihn spielen mag? Der Ritter. Es ist der Ritter. Wohlan, liebe Freunde. Wir spielen den Ritter. Den Rittersmann, der von einigen gehasst und von den anderen gemocht wird. Und der Grund, warum ich den Ritter zeige, ist, weil der gerade gesperrt ist. Der wurde im Dezember 2023 gesperrt. Erstmal. Ist immer noch gesperrt, jetzt im Januar. Fast schon Mitte Januar. Und ich glaube, ich bin der einzige DVD-Spieler, der jetzt ein Ritter-Video hochlädt. Weil ich es noch auf Platte hatte. Und ich synchronisiere auch nach. Deswegen, ich kommentiere ein bisschen, ich spiele nicht selbst. Also ich habe gespielt, es ist natürlich mein Spiel, aber ich spiele jetzt in diesem Moment nicht selbst. Ja, da schicke ich schön den Assassinen los. Dribbel noch ein bisschen rum und zack. Ein Doppelhit. Und er liegt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Leute den Ritter überhaupt nicht leiden können. Ja, darauf erstmal cashen. So, der Jeff hängt. Wunderbar. Wer es nicht weiß, wir haben drei Leute, die wir losschicken können. Unseren Grobian, der kann Paletten und Wände schnell kaputt machen. Unseren Assassin, der ist ziemlich schnell. Ja, wie man sieht. Ah ne, es war gar nicht der Assassin, es war der Jailer. Der dritte. Der Assassine läuft schnell hinterher. Holt auch meist die Überlebenden ein. Und verletzt Überlebende so, dass die sich erstmal regenerieren müssen, bevor die wieder aktiv werden können. Ja, und der dritte ist unser Jailer. Ich weiß nicht, wie man den nennt, den Gefängnistypen. Der hat eine größere Reichweite und sucht auch länger nach den Überlebenden. Ist aber relativ langsam. Also nicht so sehr auf den drauf verlassen. Da habe ich einen abgefangen da oben. Wunderbärchen. Oder sie, Entschuldigung. So, erstmal schön zum Haken. Das ist wie gesagt eine alte Runde. Ich weiß nicht mehr genau, was ich hier gemacht habe. Was habe ich denn da gemacht, ey? Ich dachte mir, ich hole die mal von Platte und dann baue ich die nochmal ein. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier, was ich da fabriziert habe. Ist für die meisten Kinder eine relativ schwere Map. Aber ja, der Ritter hat eigentlich relativ viel Kontrolle hier. Vor allem was die Schule angeht. Das Hauptgebäude. Na, kommt sie mir in meine Arme. In meine liebenden Arme. So, das ist ein Loop, da hat die einfach keine Chance. Er ist zu klein. Viel zu klein, um da wegzukommen. Zack. Ja, den Ritter mögen viele nicht. Und der Grund ist auch dafür, also viele wissen nicht richtig, wie man mit dem spielt, gegen den spielt. Bei so kleinen Loops hier zum Beispiel, bei dem Auto, da hilft Rumrennen gar nichts. Dieses Loopen und Rumrennen bringt einfach nichts. Und die Überlebenden lieben es, um einen Stein 10-mal rumrennen zu können, wenn da ein Trepper oder so läuft, oder ein Geist. Aber beim Ritter geht das halt nicht. Beim Ritter musst du abhauen, du musst laufen. Meter machen. Und wenn du rennst, kann der Ritter auch eigentlich nichts machen, weil der muss ja zum Aussenden seiner Soldaten. Das war zu knapp. Da muss der ja schon ein bisschen näher dran sein, weil wenn er sie aussendet, dann bleibt er ja stehen. Und den Soldaten zu entkommen ist eigentlich nicht so schwer. Hier steht eine Flagge jetzt. Wenn die näher es schafft, da rumzurennen und die Flagge einzusammeln, bekommt sie einen Speed-Bonus und der Soldat ist weg. Also es gibt schon Techniken, wie man
um den Ritter drumherum herum spielt. Keine Versteckmöglichkeit, ist einer unserer Perks. Wir treten den Djinn, sehen Überlebende in der Nähe. Ist auch einer seiner eigenen Perks. Und soweit ich weiß, ist, glaube ich, der auch gerade gesperrt. Ah ja, das Event. Super. Das war zu der Zeit des Events. Das Halloween-Event. Ups. T-Bag, T-Bag. Genau. Nutzt die Zeit zum T-Baggen. Wichtig. Aber die wird uns nicht entkommen. Nehme ich an. Ja, zum T-Baggen ist immer Zeit. Nicht persönlich nehmen, einfach moderat weiterspielen. Gar nicht davon beeindrucken lassen. So, der läuft der Verletzten näher nach. Ich glaube, sie entkommt ihm auch. Weil sein Speed ist halt konstant. Und man kann denen eigentlich leicht entkommen. Und da gibt er auf. Und sie ist hier irgendwo in der Ecke. Wir kommen ihr entgegen. Ja, nicht? Dann nicht. Ich habe mir da schon was gedacht. Apropos, wenn die Lärm machen, bekommen das die Soldaten auch mit. Also wenn jemand im Dunstkreis des Soldaten irgendwo über eine Palette springt oder so, dann jagen die Soldaten die Person. So, schön an den Haken. Wir haben fast die Hälfte der Haken geschafft. Und noch ein Grund, warum der Ritter nicht so gemocht wird, ist, weil er die Generatoren so gut verteidigen kann. Da schickt er einen Soldaten hin und geht woanders lang. Easy peasy. So, schönes Pop drauf. Pop goes the weasel. Das macht 25% mehr Fortschritt, weniger Fortschritt bei dem Generator. Offenbar ist hier keiner. Ah, Jeff. Jeffrey. Und manchmal ist kein Hinweis auch ein Hinweis, denn wenn man niemanden sieht, weiß man, entweder die Person ist im Schrank oder sie hat den Perk Verzerrung mit. Hier gibt es keinen Entkommen. Und mit Verzerrung ist man ja immun gegen Aura-Perks des Killers. Ich glaube, die Runde ist schon gelaufen. Also ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging. Aber ich glaube zu wissen, dass ich am Ende gefragt habe, ob es lustig war. Ich habe gefragt, ob es Spaß gemacht hat. Gegen den Ritter. Das ist der Assassine, mein Liebling. Der läuft schnell. Der läuft lang. Und er macht Schlitz. Und wenn man an dem gelben Strahl sieht, wenn sie entkommen würde, müsste sie sich dann erstmal wieder genesen. Um normal weitermachen zu können. Ja, ja, der Ritter ist schon eine brutale Entität. So, dann geben wir erstmal Punkte ab. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das Event denn nochmal, das Winter-Event? Ging das bis November? Also ich habe die Runde eigentlich schon relativ lang. Ja, und beim Ritter ist es halt unentbehrlich, dass man zusammenspielt, dass man sich abspricht, wo der Ritter ist, wo die Soldaten rumlaufen. Entweder sind die nicht gut in der Kommunikation oder die spielen nicht zusammen und damit ist nach dem einen Tod eigentlich diese Runde schon fast gelaufen. Wir respektieren die Palette, weil warum nicht? Wir haben es ja. Wir haben Zeit. Zack. So, und sie ist in der Ecke, wo sie jetzt einfach nicht mehr rauskommt. Ich weiß nicht mehr, was ich hier gemacht habe, ob ich es geschafft habe, aber ich glaube nicht, dass die rauskommt. Antäuschen. Hat sie gemerkt? Das sind Mini-Mindgames. Du.
Und die Frau läuft und läuft. Bis man nicht mehr laufen kann. Zwei Gens haben sie noch. Einer ist da unten, der könnte noch fertig werden. Der ist ziemlich gut positioniert für die Überlebenden. Genau, ich strödel ein bisschen. Lustig, lustig. Und das ist eigentlich die Todesfalle hier. Oh, und das ist ein ganz kritischer Fehler beim Ritter. Geh nicht in den Keller, auf keinen Fall. Der Assassine jagt sie, vielleicht erwischt er sie noch. Das hoffe ich zumindest an dem Punkt. Aber ich glaube es nicht. Der läuft hinter mir, das ist zu... Genau, dann schlage ich zu lieber. Dieses Geräusch bedeutet, jemand ist in diesen... ins Void gelaufen, in dieses Portal da rein. Genau, und weil die jetzt Punkte abgeben und da farmen, spielen die auch nicht mehr ernst. Aber ich meine, es ist noch ein Gen, das ist nicht viel, also... Die könnten es noch schaffen. Ach genau, am Ende sagt jemand, er hat noch nie gegen den Ritter gespielt und deswegen frage ich, ob es Spaß gemacht hat. So, ich gebe mal Punkte ab. Insgesamt fand ich das Event sehr lahm. Sorry an alle Enthusiasten, aber ich fand es lahm und nervig, dass die Überlebende einfach vor dir ins Portal rennen. Und wenn du jetzt Nurse spielst oder irgendeinen anderen Killer, der nicht so schnell ist, du kommst halt kaum hinterher. Weil du auch deine Power nicht einsetzen darfst im Void. Und das wurde natürlich exorbitant ausgenutzt. Bup, 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 bup. Genau, wie so eine Ecke, wo er nicht rauskommt. Das war's. Was will er machen? Was will er machen? Eigentlich muss er laufen. Meter machen. Genau, und zum nächsten Loop. Wie ihres Kinds einfach, obwohl wir auch einfach auf Zeit hätten spielen können. Never respect the pallet. Oh, ist jetzt noch geschafft. Jo. Sackgasse. Den sammeln wir noch ein. Wir wissen, dass sie hier ist irgendwo. Vielleicht sucht ihr auch die Luke, wer weiß. Das ist unser Krobian, der macht die Tür direkt kaputt. Und ich glaube noch anzunehmen, dass die Person noch hier ist. Ist aber auch egal, weil ich glaube, ich lasse sie gehen. Ja, 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 ja. Da ist sie. Ich lasse sie gehen. Wie man sieht, ich laufe weg. Kann machen, was sie will. Weil im Grunde genommen hast du als Ritter hier gewonnen. An der Stelle. Es ist unmöglich, dass sie das noch gewinnen kann. Außer wenn sie die Luke natürlich findet. Naja, eine schöne Runde. Hatte schon seinen Grund, warum ich die aufgehoben habe. Sorry an alle, die den Ritter nicht mögen, die den nicht gerne spielen, die nicht gerne gegen ihn spielen, vor allem. Ist mir egal. Ich spiele ihn gern. Ja, wir lassen ihr den Sieg. Es war einfach, ich war zu schlecht, leider. Und ganz kurz, ob du Überlebender spielst oder Killer, ob du die Nurse spielst oder ob du Ritter spielst oder die Schädeltante, es ist vollkommen egal. Du kannst spielen, wen du willst, du kannst spielen, wie du willst, du kannst Perks mitnehmen, wie du willst. Keiner fragt, was die denken. Es spielt einfach keine Rolle, was die Leute sagen oder ob die im Endgame-Chat easy schreiben oder ob die teabaggen oder so. Spiel ganz moderat. Lass es gar nicht an dich rankommen, es ist vollkommen egal.
Also nur so ein persönlicher Hinweis. Es ist egal. Ist ein Spiel. Spiel es einfach. Fertig. Dreizehn Tage ist es her, dass ich Dead by Daylight gespielt habe. Ich habe eine gute Map, ich habe eine gute Killerin. Beziehungsweise einen guten Killer. Ich muss aber wieder reinkommen in das Spiel. Trotz guten Killers, trotz guter Map. Ich bin auch mit den Perks nicht ganz zufrieden. Aber hey, ich habe bereit geklickt. Und wir machen das jetzt. Aber wurscht, wir machen das. Hallo, na? Zack. Oh, ich glaube, die verteidigen sich gegenseitig, kann das sein? Oder war das nur ein Missplay, dass die jetzt nebeneinander rumstanden? Ich bin so klein. Er wirft. Autsch. Wir haben Nemesis mit. Damit sehen wir unser Opfer, wenn es uns verletzt und markiert wird. Übrigens habe ich meine eigenen selbstgemachten Tiffany-Bilder als Power unten links. Extra auf Tiffany zugeschnitten, die ja eigentlich nur ein Skin ist für Chucky. Aber mit eigener Synchronrolle und allem drum und dran. Die originale Schauspielerin. Okay, die decken sich gegenseitig. Ja, ja, bleib stehen. Ditschi, ditschi. Zack. Moment verpasst. Kann man ihm aber nicht vorwerfen, weil es teilweise echt schwer ist. Gegen Chucky. Da ist Paletten Camper nicht so empfohlen. Doch nicht. Glück gehabt. Nicht so nah an die Schränke. Aha. Ja, die Perks, da müssen wir nochmal drüber gucken. Auflösung will ich, glaube ich, nicht. Nemesis. Oh, sehr gut. Ich wurde um meinen Schlag betrogen. Auflösung zählt noch? Nicht mehr? Hä? Was war denn das? Die Palette hätte kaputt gehen müssen, wenn sie drüber rutscht. Direkt weg. Direkt weg. Keine Gefangenen. Hinterher? Da ist eine Palette hinter uns. Ah ne, ist die andere Seite. Reicht das? Nee, reicht nicht. Wir sind ein wenig langsamer als andere Killer. Zurück zu den Gens. Jetzt sind wir aber leise. Genau. Direkt reingerannt. Ein Gen fertig. Erst ein Haken. Das ist nicht sehr gut. Für uns. Überladen drauf. Safety first. Ist jetzt echt hier reingerannt. Aua. Okay, die decken sich gegenseitig. Mindestens drei von denen spielen zusammen. Okay. Ja, ich glaube, der Droid eher nicht. Ist hier noch jemand? Nee. Da ist jemand dran. Da ist jemand dran. Hallo. Zugriff. Bum, bum. Die heilen sich im Chemiezimmer. Da gehen wir direkt hin. Wir haben jetzt keine Chemie. Da. Oh. Falsches Zimmer. Nein, ich komme zu spät zum Unterricht. Wo sind deine Hausaufgaben? Ja, der Dwight. Der Dwight ist keine Hilfe. Für seine Mitspieler. Es wird ein bisschen wehtun.
Wir haben eine Supermap. Ich glaube, die spielt uns auch in die Karten. Denn momentan glänzen wir nicht so sehr mit Performance. Okay. Wir gehen dahin. Ah, Treffer. Zauberhaft. Ein sahniger Hit. Der will zurück zu seinem Gen. Hey, warte mal, ich hab doch getroffen. Angetäuscht? Runde durch und schlagen. Nee, so rum komme ich nicht. Ich glaube, die würde mich gern blenden, aber traut sich nicht. Okay, andersrum. Kann gut sein, dass Ada hier ist in der Nähe. Ja, ist sie. Denn die beschützen sich gegenseitig. Zack. Runde durch. Runde durch. Hab dich. Noch nie gemacht, aber scheinbar klappt's. Ein Double Back bei einer Palette. Habe ich noch nie gemacht. Geht halt nur bei Chucky oder der Legion. Okay, der kommt über die Mitte. Und hat keine Ahnung. Kompletter Anfänger. Achtung, da ist er. Und er war gefährdet. Wenn du gefährdet bist, lass die Rebecca retten gehen. You're in good hands, Dollface. Dollface? Im Tode vereint. Wir machen ihn mal weg. Und hier ist immer noch jemand. Ja, ich glaube, der Dwight ist ein kleines Ärgernis für das Team. Ich aber auch. War das Beste, was ich tun konnte. Da lang. Rebecca, lass uns spielen. Oh, du denkst, du bist da sicher? 3, 2, 1, jetzt. Ah, schade. Mein dicker Kopf war im Weg. Und durch. Und noch eine Palette. Super. Hui. Na, kleiner Scheißer. Ja, ich mache ja schon Chucky. Achtung und Zugriff. Wir wollen den Dwight haben. Was ist los, Rebecca? Hm? Der läuft direkt gerade. Also er guckt zu mir, aber läuft gerade weiter. Er kann auch nicht so evaluieren, wie er sich zu bewegen hat. Ich denke, er ist der... Ich denke, er hat noch nicht so viele Stunden. Sie guckt und achtet auch drauf.
Oh, das hätte getroffen, wäre besser. Und ich spiele doch gut, die Ella. Da kann man nicht meckern. Da steht sie. Guck, guck, wie sie da steht. Psch, 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 psch. Zugriff! Nee, das war nicht gut. Bum, bum. Okay, das hat sie ein bisschen Zeit gekostet. Wir dürfen nicht vergessen, es sind zwar noch drei Gens, aber die sind gut verteilt, die Leute. Wir jagen hier gerade die stärksten von den dreien. Und die können noch, also es ist halt noch möglich, dass die noch gewinnen können. Leave it to me. Na, ich würde weggehen. Ich würde da weggehen. Sie ist ahnungslos, hört uns nicht. Hä? War das nicht Rebecca? Die hat sich verwandelt. Die ist ein Dwight geworden. Oh, ein Angriff. Ja, aber klar. Ich weiß, dass jeder machen würde, aber weil er so rennen würde. War klar, dass er da rausrennt. Was haben wir gelernt? Die Ada macht's richtig, die hat Geduld, die bleibt da, wo sie ist. Und am sichersten ist man halt wirklich in den Zimmern. Wenn der Killer auf dem Gang rumschleicht, wie so ein Hausmeister. Wir warten, wir haben Geduld. Sie wird springen wollen. Guck, guck. Sehr gut. Von ihr. Sehr, sehr gut. Überladen hat gekickt. Ey, das ist wieder dran. Die will ihren Flashlight safe. Falls ich Rebecca doch mal erwische. Hier ist eine starke Palette leider. Ja, hätte sie nicht direkt werfen müssen, aber gut. Links rum zu Rebecca. Ja, ist schon weg, ha? Huh? Ah, schade. Die guten Paletten sind eigentlich alle weg. Das sind beliebte Verstecke. Hinter der Tür. In der Ecke hier. Nee. Da müssen wir weg. Das bringt so nichts. Ein Fehler, den die möglicherweise gemacht haben, ist, dass jetzt alle Gens unten sind. Also die können sich noch gut heilen hier oben. Aber ich habe so gut wie die komplette Kontrolle über das erste Stockwerk. Also das Erdgeschoss. Ah, unnötig. Egal. Buh. Sie findet jede Palette. Ich nehme an, sie hat den Kate Perk. Wo sie alle Paletten sieht. Wartet sie am Tor? Ah, nee, ist gar nicht das Tor. Da drin ist sie. Hallo, Rebecca. Nope. Ich hab
Sie hat gerade atmen gehört. Ist entweder... Ah, ist rausgerannt, okay. Ah, sie ist weg. Naja. Eine sehr gnädige Runde für mich. Das ist für Dwight. Er hat sogar mehr Punkte als die anderen, hä? Der hat scheinbar alle Totems kaputt gemacht und alle Truhen geöffnet. No bitches, only stepses. Alles klar. Gute Runde. Schön zum Warm werden. Aber das ist die Runde, die ich hochlade, denn wie gesagt, wenn ich die erste Runde verliere oder gewinne, ich lade es einfach hoch. Es ist, wie es ist. Auch wenn die alle entkommen wären. Ja, konnte man schon ein bisschen was davon lernen. Spiel öfter DBD, sonst kommst du raus. Danke fürs Zuschauen und tschüss.